bezüglich damals einer untergegangenen Stadt. Hatte etwas von einer archäologischen Stätte. Das Berliner Milieu lernte ich gerade noch im letzten Moment kennen. Und es war dieses Milieu, das mich dort festhielt. Die Mischung aus Kunst, Subkultur, Arbeitern, Flüchtlingen und Träumern gab der Stadt einen unerwarteten Zauber. Es ist seltsam, im Herzen einer Stadt zu leben, einem Ort, an dem alle Möglichkeiten aufeinandertreffen. Und doch nur Gegensätze wahrzunehmen. In Berlin ging es immer um alles oder nichts. Bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind. So ging es jahrelang hin und her. Ich bin mitten im betäubenden Geschrei der Feindbilder aufgewachsen. Ständig die totale Zerstörung vor Augen. Und so war auch der erste Anblick Berlins ein Blick ins Auge der Wahrheit. Das Berliner Milieu